Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade im Unterrichtsraum und reise hier gerade noch so ein paar Stunden runter. Wir haben ja eigentlich offiziell schon Ferien in Rheinland-Pfalz seit heute, aber ich habe noch ein paar Nachholtermine, die ich einfach noch machen muss. Und ich habe mir das komplett auf heute gelegt, damit ich ab morgen so richtig schön Zeit für die Luisa habe und ich freue mich sehr auf diese Zeit. Christian muss auch noch ein bisschen ran diese Woche, aber das ist nicht so schlimm, weil er hat sich seine Termine eigentlich ja hauptsächlich vormittags gelegt. Das ging ganz gut. Also haben wir noch den kompletten Tag, wo wir am Haus weiterarbeiten können oder auch mal als Familie was unternehmen können. Wir waren ja gestern, wenn ihr den letzten Vlog gesehen habt, dann habt ihr es mitbekommen, einen Ausflug machen, und zwar zum Bismarckturm. Das ist ein Turm auf einem Berg und da gibt es auch ein Restaurant, bei dem eigentlich ein Tigergarten dabei ist. Leider waren jetzt gestern die Tiger nicht draußen, aber wir haben trotzdem Ziegen gesehen, was ja sowieso der absolute Hit für die Luisa immer ist. Und auch Pfaue waren es, genau, die waren teilweise frei. Also es war richtig spektakulär für die Luisa zum Anschauen. Der eine ist dann vom Dach runtergehüpft und ja, hat sein Reif aufgefächert. Das war wirklich ganz toll. Und wir haben da auch angefangen, so einen Rundweg zu gehen oben auf dem Berg, wo man wirklich eine spektakuläre Aussicht hat. Also es war wunderschön, aber ich war ein bisschen falsch angezogen, weil es war recht windig und ich dachte, okay, dann ziehe ich mir meine lange Hose an. Kompletter Fehler, weil oben war es so heiß. Wir sind dann also nur einen kleinen Teil von diesem Rundweg gegangen und das nächste Mal müssen wir uns da definitiv besser ausstatten. Allerdings muss ich auch sagen, mit dem Kinderwagen möchte ich den Weg auch gar nicht so weit gehen. Wir haben aber ja jetzt seit gestern diesen Jogger von Hauk. Den habe ich über eBay Kleinanzeigen geschossen für einen wirklich ganz tollen Preis. Also wir haben 40 Euro gezahlt und der ist top in Schuss. Ich kann euch den gerne nochmal zeigen. Und ja, ich würde dann den letzten Endes bei so einer Wanderung quasi mitnehmen, weil der lässt sich super easy lenken, ist wirklich total, ja, einfach in der Handhabung. Luisa, die liebt den auch, also die hat da heute schon drin geschlafen und ich bin sehr, sehr begeistert. Er ist top in Schuss, er sieht wirklich gut aus, dem fehlt gar nichts und ich freue mich schon auf unsere erste Wanderung mit diesem Jogger. Christian wird den auch natürlich so ein bisschen mehr nutzen, weil der möchte ja jetzt wieder regelmäßig laufen gehen und dann kann er die Luisa gleich mitnehmen. Er hatte das letzte Mal beim Joggen die Mamba dabei, das war wohl nicht so angenehm, weil die Mamba irgendwie nicht verstanden hat, welches Tempo er denn nun eigentlich möchte. Er ist nicht komplett durchgelaufen am Anfang natürlich und dann ist er mal gerannt und mal ist er gegangen und für die Mamba war das relativ schwierig, da dieses Tempo ständig anzupassen. Aber dann kann er ja vielleicht die Luisa mitnehmen, das ist auch nicht schlecht und dann bleibt die Mamba bei mir. Also ich werde jetzt mal hier noch meine restlichen Stunden machen und dann freue ich mich auf daheim, werde dann noch was kochen und noch ein bisschen mit der Luisa spielen und euch vielleicht noch den Hauk zeigen. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich sitze gerade in unserem Garten. Also ein richtiger Garten ist es ja noch nicht, aber Luisa schläft jetzt gerade im Kinderwagen bzw. im Jogger, den ich euch gleich mal zeigen werde. Und Christian ist gerade ins Haus gegangen, der fängt jetzt ein bisschen an zu renovieren. Ja, der hat halt nicht so viel Zeit dafür, weil er sich noch mit einem Freund trifft. Es war so die Frage, ob wir mitkommen, aber ich finde, er kann das ruhig auch mal alleine ohne den ganzen Anhang machen und ohne Baby, Hund und Frau. Der soll auch mal ein bisschen genießen. Der muss dann später noch unterrichten. Also ich habe heute noch mal den ganzen Tag mit Luisa alleine und es war total komisch heute, weil wir sind aufgestanden und ich wusste wirklich nicht so recht, was wir machen sollen. Also wir hatten irgendwie keinen Fixpunkt im Tag und ich kenne das so gar nicht, wenn wir mindestens einen Punkt auf unserer Tagesliste, sage ich mal, haben, den wir machen wollen oder erledigen müssen. Und heute ist echt so in den Tag reingelebt und ich bin das einfach absolut nicht mehr gewöhnt. Aber wir haben jetzt einen solchen Fixpunkt. Wir werden uns später noch mit einer Freundin treffen und dann fahren wir zusammen zum Babywan. Ich möchte gerne für die Luisa, also für das Bobbycar von der Luisa, so eine Führungsstange oder Schubstange heißt das, glaube ich, dass man die hinten dran machen kann und sie so ein bisschen besser rumkutschieren kann. Das ist definitiv die bessere Variante. Wir haben gerade vorne ein paar Tücher festgeknotet, mit der ich sie durch die Wohnung ziehe, aber das lässt sich einfach nicht so wahnsinnig gut lenken. Also werden wir da beim Baby One mal gucken, ob wir was finden. Aber das war dann auch schon so der einzige Punkt heute auf unserer Liste. Ansonsten, ja, wie gesagt, das irgendwie in den Tag hineinleben. Ich habe heute Morgen mal ein bisschen überlegt, ich habe so das Gefühl und das Bedürfnis, dass ich trotzdem, dass wir jetzt in den Ferien sehr, sehr viel am Haus machen werden,
ein bisschen rauskommen oder ich mit der Luisa ein bisschen rausfahre. Und ich vermisse momentan sehr München und sehr meine Freunde. Das ist einfach immer, wenn ich ja im Sommer woanders bin, dann erinnere ich mich gerne an die schöne Zeit in München zurück, weil man kann es nicht anders sagen. München im Sommer ist einfach ein Traum und das ist, glaube ich, einfach die schönste Stadt der Welt. Vor allen Dingen kann man auch so schnell rausfahren. Man kann an irgendeinen coolen See fahren zum Baden oder einfach ins Café sitzen. Und ja, es ist einfach traumhaft. Deswegen sind wir am Überlegen, wie wir es machen. Ich habe kurz mal mit Christian drüber gesprochen. Also entweder ich fahre mit Luisa tatsächlich alleine, was eine kleine Herausforderung für mich wird, weil ich mit ihr noch nicht mehrere Tage in einer großen Stadt unterwegs war, muss ich sagen. Ich glaube, sie war eigentlich noch nie in einer größeren Stadt. Wir waren meine Mama besuchen und das war's, ja. Also das wäre so eine kleine Herausforderung. Oder wir warten bis Ende der Ferien, wenn dann auch abzusehen ist, wie weit wir hier mit dem Haus gekommen sind. Und dann könnte Christian mitfahren. Ich habe zwei Freunde, einmal ihre Patentante und einmal meinen besten Freund, bei denen ich sicher unterkommen könnte. Aber auch da bin ich ein bisschen am Überlegen, ob wir uns nicht eine Airbnb-Wohnung nehmen sollten, weil ich glaube, dass das einfach mit Kleinkind einfacher ist. Gerade wenn sie jetzt noch in dem Krabbelalter beziehungsweise in dem Ich-laufe-jetzt-gleich-los-Alter ist, dann ist es vielleicht nicht so gut, wenn wir in einer Wohnung sind, die nicht ganz babysicher ist. Bei meiner Freundin, also ihrer Patentante, wäre es nicht ganz so schlimm, in Anführungsstrichen, weil die haben ein großes Haus und ja, da wäre genug Platz, sage ich mal. Aber wir sind uns noch nicht ganz einig, wie wir es machen, auch ob wir Mamba jetzt mitnehmen würden oder ob wir sie bei meinen Schwiegereltern lassen würden. Davon hängt auch ab, welche Wochentage wir nehmen können, weil die ja noch beide arbeiten. Aber wir müssen definitiv ein bisschen raus und wenn es nur 3 Tage sind. Und das werde ich jetzt mal im Kopf weiter planen, damit es auch wirklich stattfindet. So, und jetzt zeige ich euch den Haug. Das ist also das gute Stück. Also man hat hier unten eine Wanne. Immer ganz gut. Da war auch dieser Regenschutz dabei. Und die Reifen sind noch okay. Also die sind jetzt nicht total abgefahren. Man wird sie irgendwann mal wechseln müssen, aber momentan gehen die noch. Ja, dann hier oben zum Anschnallen sieht man auch, hat man diesen 3-Punkt-Gurt. Da hält das auch ganz gut, also selbst wenn man läuft. Dann hier natürlich ein schönes Sonnenverdeck, was ich auch sehr schön finde, Moment, ist, dass man hier von hinten reingucken kann und das Kind doch so ein bisschen im Blick hat. Das vermisse ich ehrlich gesagt bei meinem anderen Kinderwagen. Das ist immer komisch, wenn die Luisa in Fahrtrichtung sitzt, dann weiß ich nie, schläft sie jetzt gerade, spielt sie jetzt gerade. Finde ich immer so ein bisschen seltsam. Dann haben wir hier den Lenker. Den kann man, wenn man 2 Hände zur Verfügung hat, an diesem Knopf nach oben und unten stellen. Also, dass er wirklich komplett nach oben zeigt oder komplett nach unten zeigt. So wie man es eben auch fürs Laufen gerne hat oder auch spazieren gehen. Und ganz unten hat man noch die Fußbremse. Die ist auch richtig einfach zu bedienen. Ich glaube, das war es so im Wesentlichen. Also ihr seht schon, der ist echt gut in Schuss. Da fehlt sich gar nichts und für 40 Euro kann man einfach nichts sagen. Also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit. Luisa ist jetzt auch wieder wach. Wir gehen jetzt mal gucken, was der Papa macht. Und wer darf natürlich nicht fehlen? Na klar. Ups, die Mamba. Oh, ich glaube, der Papa kommt jetzt. Kommt der Papa? Oh ja, der Papa kommt. Und er hat viele Bretter in der Hand. Ja, dann müssen wir schnell wieder runter, dass wir Platz machen. Ich bring's auf, ne? Man muss erst die Treppe mal absaugen. Ach so, ja, wir gehen jetzt. Viele Holzspleit drauf. Ja, wir gehen jetzt sowieso erstmal für Luisa was zum Mittagessen besorgen. Ne? Der Papa ist noch ein bisschen fleißig. Ich wollte euch gerne einmal kurz zeigen, wie es hier oben gerade aussieht. Die Männer haben tatsächlich diesen ganzen Boden jetzt rausgerissen. Die Wände sind kahl. Die Decke ist soweit fertig, aber Decke und Wände müssen halt noch abgeschliffen werden. Ja, bin gespannt, wann das mal wieder aussieht wie ein Raum. Bald. Bald, bald oder nie. So, wir lassen jetzt den Papa arbeiten.
Wir sind zurück vom Baby One. Leider haben wir nicht bekommen, was wir wollten. Wir wollten ja eine Schubstange für das Bobbycar. Und ich muss sagen, die waren auch nicht so wahnsinnig kompetent. Luisa macht das Ganze nichts, dass wir jetzt keine Schubstange haben, weil die schiebt einfach das Bobbycar so über den Balkon. Ja, aber ich wäre natürlich gern heute nochmal mit ihr ein bisschen rausgegangen und hätte das gemacht, gell? Aber wir haben ein paar andere Sachen besorgt. Ja, genau, ich wollte eigentlich sagen, dass die nicht so wahnsinnig kompetent waren, weil die Dame zu mir meinte, sie haben nichts mehr im Lager, aber vielleicht eventuell käme es in 7 bis 14 Tagen. Aber das war es dann auch an Informationen. Also kein, ich schreibe ihre Telefonnummer auf und gebe ihnen Bescheid oder sonst irgendwas. Und jetzt ist Spielen angesagt. Wir konnten natürlich trotzdem nicht mit leeren Händen gehen. Deswegen habe ich ihr so ein kleines Klapper-Krokodil, wollte ich jetzt schon sagen. Nein, es ist ein Klapperfisch. Den habe ich ihr besorgt. Und ganz spektakulär einen Kreisel. Den werden wir jetzt gleich mal ausprobieren. Ich wollte eigentlich ein bisschen einen kleineren Kreisel in Holz oder aus Holz. Hat es aber nicht gegeben. Und deswegen haben wir jetzt diesen großen Kreisel. Sollen wir den mal ausprobieren, Luisa? Ich glaube, den packen wir jetzt mal aus. Hm? Ist das gut? Stell ich mal hin. Drück's mal runter. Hoch und runter. Ui, ist das toll? Soll man wieder einpacken, Luisa? Hm? So ein großer Kreisel, ha? Hm? Wir kreiseln noch mal zusammen. Wir haben gerade entdeckt, dass der sogar Musik macht. Oh. Luisa ist fasziniert. Jemand versucht ja stehenderweise oder gehenderweise über die Türschwelle zu kommen, ha? Frau Einsocke, wo hast du denn den anderen Strumpf? Zu guter Letzt haben wir noch dieses kleine Auto. Ist auch ganz süß. Kann da oben so ein bisschen quietschen. Ja. So ein paar Kleinigkeiten, ne? Manchmal muss das sein. Die Sachen sind übrigens alle von Goki. Also hier auch dieser Fisch und auch der Kreisel. Die produzieren auf jeden Fall nachhaltig, weswegen ich das wirklich eine sehr, sehr gute Firma finde. Hallo, hallo. Ich komme gerade von der professionellen Zahnreinigung bei meiner Schwiegermama. Die ist ja in der Zahnarztpraxis, was sehr praktisch ist, weil ich da relativ schnell jetzt einen Termin bekommen habe. Mir ist nämlich eigentlich nur was abgebrochen von meinem Retainer. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Wenn man eine feste Spange hatte, dann bekommt man da hinter die unteren Schneidezähne so ein Draht rein und der bleibt eigentlich auch drin, solange bis er rausgeht. Mir ist da jetzt was abgebrochen, deswegen haben wir das festgeklebt und einfach gleich die komplette Kontrolle für dieses Jahr mitgemacht, was einfach sehr sinnvoll war. Aber es hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich bin danach noch auf den Markt gegangen und habe für Christian ein bisschen Fleisch geholt und jetzt werde ich nach Hause fahren und die drei, Luisa, Mamba und Christian einsammeln und dann werden wir gleich einen Spaziergang machen. Es ist zwar ziemliches Regenwetter, also es nieselt zwischendurch immer. Es ist halt wirklich so wie ein Siebenschläfer, ne? Also das heißt ja, so wie es ein Siebenschläfer ist, so bleibt es auch die nächsten 7 Wochen und es ist definitiv so, dass das Wetter ständig hin und her wechselt, also zumindest bei uns hier in Rheinland-Pfalz ein bisschen anstrengend. Ja, aber wie gesagt, wir machen jetzt trotzdem unseren Spaziergang.
Ich habe auch gerade mit meiner besten Freundin gesprochen und wir haben ausgemacht, dass wir uns am Samstag sehen. Und ich freue mich total, weil sie ja in München ist und wir uns wirklich nicht oft sehen können. Sie ist ja auch Luisas Patentante. Und ja, unsere Arbeitszeiten, die laufen gerade so ein bisschen aneinander vorbei, weswegen die Treffen auch schwierig sind. Sie singt mehr, als dass sie unterrichtet, deswegen ist sie meistens am Wochenende eingespannt und wir halt unter der Woche, wo ich nicht wirklich weg kann. Ja, jetzt am Samstag ist sie in der Nähe, also so 250 Kilometer entfernt von uns und deswegen werden wir uns in der Mitte treffen, und zwar in Heidelberg. Bin schon ganz gespannt. Ich will ja mit der Luisa vielleicht auch nach München fahren. Insofern ist das eine ganz gute Probe für mich, wenn ich jetzt mit ihr einmal einen Ausflug nach Heidelberg mache. Das einzige ein Ausflug, was ich mit ihr gemeinsam alleine gemacht hatte bisher, war nach Baden-Baden. Und das war auch eigentlich gut, aber da war sie noch viel kleiner und hat noch mehr geschlafen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das wird. Aber ich freue mich auf jeden Fall. Also die Option war Mannheim oder Heidelberg treffen. Und ich habe gesagt, du, Heidelberg ist viel schöner. Da gibt es auch so eine super leckere Eisdiele. Da freue ich mich schon drauf. Wahrscheinlich werden wir dorthin gehen. Ja, jetzt mache ich mich mal kurz auf den Heimweg. Schon wieder zu Ende. Wir sind gerade nach Hause gekommen. Wir waren bei meiner Freundin Jenny und ihrem Sohn, dem Lian. Und die Luisa und der Lian, die haben miteinander gespielt, ganz schön. Also es war ein richtig, richtig guter Nachmittag. Wir haben Kuchen gegessen und Kaffee getrunken und die zwei Kleinen haben sich amüsiert. Für Luisa war es ganz toll, weil sie sehr viel neues Spielzeug hatte, Reizüberflutung und auch sonst ein bisschen die Wohnung auseinandergenommen hat. Aber ja, so ist das halt mit kleinem Kind. Luise isst jetzt gerade zu Abend. Ich habe mir aber auch ein Käsebrot gemacht und werde das jetzt mit ihr zusammen essen. Und dann starten wir unsere neue Abendroutine. Christian und ich, wir haben heute auf dem Spaziergang beschlossen, dass wir den Abend jetzt immer so ein bisschen anders gestalten und umstrukturieren wollen. Das werde ich euch auch im nächsten Vlog erzählen, weil es jetzt den Rahmen sprengen würde. Und ja, außerdem kann ich dann vielleicht schon so ein bisschen Erfahrungsbericht liefern, weil wir dann doch einige Tage wahrscheinlich schon drüber sein werden. Also wie gesagt, wir starten jetzt unseren Abend. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und bis ganz bald. Tschüss.